Hallo und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe des Newsflash. LipDub in Göttingen. In der letzten Newsflash-Ausgabe haben wir schon über das LipDub-Projekt berichtet. Wong Tse und andere Studierende haben zusammen mit Univision am 1. Juni im KWZ den ersten Teil des LipDubs gefilmt. Falls ihr jetzt auch mitmachen wollt, dann kommt am besten am 11. Juni zum Dies. Um 17 Uhr treffen wir uns und nehmen einen weiteren Teil auf. Oberbürgermeisterwahl in Göttingen. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Göttingen konnte sich keiner der Kandidaten durchsetzen. Der SPD-Kandidat Rolf-Georg Köhler erreichte 38,8% und hat damit die besten Chancen auf den Posten des Oberbürgermeisters. Der von der CDU unterstützte Kandidat Martin Rudolph erreichte 29,7%. Siegfried Lieske, der Kandidat der Grünen, erreichte beachtliche 21,7%. Das letzte Wort haben die Wähler bei der Stichwahl am 15. Juni. Ausschluss des Göttinger Asters aus der Landesastenkonferenz. Am 13. Mai hat die niedersächsische Landesastenkonferenz den Göttinger Aster ausgeschlossen. Dies wird begründet mit der Mitgliedschaft zweier RCDS-Referenten in studentischen Verbindungen. Dies ist laut einer Mehrheit der Landesastenkonferenz nicht mit der Satzung vertretbar, weil sie sich für den Einsatz gegen Rassismus und Sexismus ausspricht. Der Göttinger Aster reagierte in einer Pressemitteilung bestürzt. Die betreffenden Referenten hätten sich nicht diskriminierend verhalten und deren privaten Mitgliedschaften seien nicht positionierend für den Aster. Hierzu ein Kommentar von Max Remke von der Campus-Zeitung Augusta. Manches kann man dem Göttinger Aster und dem RCDS sicherlich vorwerfen. Der Streit mit der linken Landesastenkonferenz war vorhersehbar. Diese trägt nicht umsonst einen roten Stern in ihrem Logo und wird von einem Kollektiv geleitet. Man kann kritisieren, dass die Berufung eines Verbindungsstudenten gerade im polarisierten Göttingen, gerade in das Öffentlichkeitsreferat, von wenig politischem Fingerspitzengefühl zeugt. Auch kann man kritisieren, dass die Äußerung der RCDS-Vorsitzenden, hier werde wieder einmal die Sexismuskeule geschwungen, wenig geeignet ist, den Konflikt zu entschärfen. All das ist richtig. Aber, und das ist ein großes Aber, in einer freien und toleranten Gesellschaft muss jeder das Recht haben, seine Freizeit auch mit denen zu verbringen, mit denen er möchte. Es muss ihm nur gelingen, zwischen Privatem und Beruflichem, zwischen Kameradschaft und Mandat zu unterscheiden. Nur und nur so kann eine freiheitliche Gesellschaft funktionieren. Daher hat der Göttinger Aster recht, wenn er die LAK kritisiert. Er hat recht, wenn er fordert, Politisches von Privatem zu trennen. Leider ist dies eine Botschaft, die in der studentischen Hochschulpolitik Göttingens wohl wenig Gehör finden wird. Vermutlich nicht einmal beim RCDS selbst. Denn es ist noch nicht so viele Jahre her, dass dieser die O-Phasen missbrauchte, um junge Studierende mit in die Verbindungshäuser zu nehmen. Ich konsterniere daher, alles beim Alten in der Hochschulpolitik in Göttingen. Toleranz nicht in Sicht. Das ZTG soll verschönert werden. Rund 100 Quadratmeter des ZTGs wurden freigegeben, um künstlerisch gestaltet zu werden. Am 31. Mai fanden sich Hobbykünstler ein und konnten sich an den Wänden des ZTGs austoben. Untermalt wurde die ganze Aktion von Musik. Gleichzeitig fand ein Do-it-yourself-Kunstmarkt statt. Abgerundet wurde die ganze Aktion mit der Filmvorführung Art War. Das war der Newsflash für den Juni. Ich hoffe, euch alle auf dem Dies zu sehen und hoffe auch sehr, den hier nicht zu brauchen.